Hallo, ich bin Jasmin von Stempel doch mal und ich habe noch eine, ja, vielleicht eine Notfallkarte, ich weiß es nicht, für den Muttertag, denn am Sonntag ist Muttertag und bei uns fällt ja jetzt schon das dritte Jahr flach, weil wir hatten jetzt jedes Jahr eine Konfirmation. Dieses Jahr hat mein Sohn Ben Konfirmation, letztes Jahr hatte mein Cousin Konfirmation und davor das Jahr hatte mein Sohn Liam Konfirmation und alles immer am Muttertag. Es war zwar irgendwie praktisch, wir haben uns ja trotzdem alle gesehen, wir machen immer, alle Mamas in der Familie machen am Muttertag immer einen Ausflug und also alle zusammen und ja, wir haben uns trotzdem gesehen, aber es war halt Konfirmation, ne? Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich ein Kärtchen und ein Geschenk und sowas. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht was, was man auf die Schnelle machen kann. Es muss nicht immer geblümt oder sonst irgendwas sein oder rosa oder was auch immer, ne? Aber mal so ein Muster legen mit Streifen, finde ich sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich muss mich jetzt mal informieren, wie man dieses Muster nennt. Vielleicht ist mir eingefallen, dann könnt ihr das im Titel lesen. Wenn nicht, steht da Karte mit Streifenmuster. Ja, ich habe jetzt einfach ein neues Papier genommen, bin in Blautönen geblieben. Aber ob ich das hier unten dran mache, das sehen wir gleich erstmal. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, das irritiert mich so ein bisschen. Wir gucken mal. Und zwar ist es im Prinzip ganz einfach, dieses Muster. Es muss auch nicht unbedingt ein Muster gelegt werden. Man kann auch die Streifen irgendwie so aneinander legen. Das hier war mein Test mit Streifen, den ich noch hatte. Und ihr seht, das ist ein heilloses Durcheinander. Da erkennt man überhaupt nichts. Und das liegt, glaube ich, einfach an den Farben, dass es Farben, unterschiedliche Farben hat. Und hier bei der Karte habe ich auch mal dünne Streifen nur in Farbkarton dazwischen gelegt und auch hier ein bisschen breitere. Habe die Breite der Streifen variiert. Und das ist das gleiche Muster, gleiche Prinzip. Aber das ist doch deutlich angenehmer, also einfach schön, ne? Ich weiß nicht, es liegt wahrscheinlich daran, dass alles farblich so zusammenpasst. Und das machen wir heute. Ich zeige euch nochmal kurz das Papier. Das ist wunderschön, das hat nur Blautöne. Ist jetzt im neuen Jahreskatalog. Rustikaler Charme heißt es. Boho-Blau, Babyblau, Abendblau und Marineblau. Ganz tolle Blautöne, wie ich finde. Ich freue mich auch sehr, dass Abendblau wieder im Sortiment ist. Das ist ein tolles Blau. Ja, und ihr habt hier immer eine ruhigere Seite, die sich auch sehr gut dann als Streifen macht. Oder halt so eine bunte. Und ich nutze aber jetzt die Streifen, die ich schon geschnitten habe. Ich will euch nochmal das Papier zeigen. Hier sind auch süße Tiere drauf, ein Hase, ein Fuchs. Hier sind mal nur Blumen, hier sind Vögel, also das ist wirklich, da ist der Fuchs. Ein ganz bezauberndes Papier. Und ich habe mir jetzt Streifen geschnitten, einfach quer. Das ist, glaube ich, der breiteste mit 2 cm. Das ist 1,5, das ist 1 cm, hier nochmal 1,5. Dann habe ich wieder ein bisschen was in 1 cm. Dann habe ich mir nur in Farbkarton zweimal. Hier habe ich einen Streifen mit 0,5 cm. Und das ist wieder einer und das ist auch einer. Hiervon brauche ich auf jeden Fall noch was, weil das Muster hat mir gut gefallen. Da so zwischen den ganzen dunklen Tönen, die nimmt man natürlich dann, ach hier ist ja noch, das ist aber breit. Die nimmt man dann natürlich von beiden Seiten, je nachdem was man legen will, ne? Ich schneide noch mal einen davon, weil das fand ich auch als Abschluss ganz schön. Achtet beim Schneiden drauf, wenn ihr so Streifen habt. Also Streifen als Muster im Papier, dass ihr es richtig schneidet. Weil wenn ich es jetzt so abschneiden würde, dann habe ich nur einen Streifen abgeschnitten quasi, ne? Deswegen drehe ich es mir so und dann habe ich ganz viele Streifen. Das war jetzt 1 cm, das schneide ich mir noch mal kurz zurecht. Und dann brauchen wir noch einen weißen Farbkarton, wo das Ganze drauf kommt. Da habe ich jetzt einfach 9,5 genommen, also quasi 1 cm kleiner wieder wie die Grundkarte. Und 13,5.
Und dann können wir auch gleich den blauen Untergrund machen. Da habe ich Boho-Blau genommen, dass das nochmal so ein bisschen so einen Rahmen bekommt, die ganze Sache. Und das ist dann 1,5 cm größer, nämlich 10 mal 13. Und dann passt das da nicht drauf. Ich habe mich da schon wieder vertan. Ne? Das passt. Ich habe wahrscheinlich nur 13 genommen, ne? Jo, klar. 14 muss es doch sein. Zehn mal 14. Ich habe bei 13 abgeschnitten. Hier hätte man direkt auch gleich schon Streifen, die man nutzen könnte, ne? Oder hier. So, jetzt noch mal kurz testen. Jetzt muss aber passen. Ja. Ach, und die Grundkarte. Ich habe noch so viele vorgeschnitten. Grundkarte wisst ihr ja. Ein A4-Papier teilen bei 10,5 und bei 29 abschneiden und bei 14,5 falzen in der Mitte, dann habt ihr eine Grundkarte. Ja, ich habe schon gedacht, ich schaffe für diesen Freitag gar kein Video wegen der Konfirmation, weil man hat ja dann doch noch einiges zu tun. Und dann fiel mir ein, ach komm, so ein schnelles Kärtchen wolltest du eh schon immer mal machen, dieses Muster. Da muss ich mir keine Maße für eine Verpackung oder so überlegen, ne? Da kann ich einfach so drauf los. So, im Prinzip könnte man jetzt einfach loslegen. Man könnte mit dem Streifen zum Beispiel starten. Ich habe mir jetzt, ich weiß nicht, ob es einem wirklich weiterhilft oder nicht, ich habe mir mal so eine Führungslinie mit einem Lineal gemacht. Bleistift, wo bist du? Da ist noch einer. Weil ich nämlich jetzt Abreißklebeband aufkleben will. Es gibt mehrere Möglichkeiten, jetzt die Streifen aufzukleben. Ihr könnt einfach euren Flüssigkleber nehmen und macht dann immer hier drauf und klebt hin und ne, lässt trocknen. Das Problem ist aber daran, man weiß ja nie genau, bis wohin muss ich den Kleber machen. Wenn man jetzt einen Zentimeter über den Rand den Kleber aufbringt, dann, wenn man dann abschneidet, hat man ja hier irgendwo noch Kleber. Und das hat mich total genervt. Man könnte auch quasi hier auf dieses Dreieck den Flüssigkleber machen, aber da muss man sich beeilen, weil der trocknet ja irgendwann an und dann quillt es vielleicht in den Ritzen hoch, ne, die da entstehen. Ich habe das jetzt so gemacht, ich habe Abreißklebeband aufgeklebt. Bei Stampin' Up! Gibt es eine wunderbare Silikonmatte. Hiervon löst sich jeder Kleber. Das ist auch wunderbar, zum Beispiel wenn ihr Rosetten machen wollt und mit der Heißklebepistole arbeitet, könnt ihr einfach hier einen Punkt Heißklebe hinmachen, die Rosette draufdrücken, warten bis es trocken ist und abziehen. Das ist halt eine Matte, wo der Kleber nicht dran kleben bleibt. Und die habe ich mir jetzt mal untergelegt, dass ich das einfach nicht hier an meinem Papier habe. Und dann habe ich das jetzt so gemacht. Ich habe jetzt einmal über meinem Bleistift einen Streifen geklebt. Und dann geht es darunter weiter. Man kann das flächig machen. Muss man aber nicht. Ich habe jetzt so ein paar Millimeter dazwischen immer freigelassen. Wichtig ist einfach nur, dass immer die Spitzen was abkriegen. Und der Rest hat gepasst bei mir. Zur Not macht man noch mal irgendwo was hin. So, und das, was übersteht, kann man jetzt abschneiden oder nach hinten kleben. Das ist jetzt
Das ist jetzt Geschmackssache. Ich habe es eben nach hinten geklebt. Dann hat man natürlich hinten Kleber und dann klebt es hinten. Dann braucht man auf jeden Fall so eine Matte. Man kann es aber auch abschneiden, dann ist es weg. Dann stört es nicht mehr. Dann hat man allerdings den Kleber an der Schere. Also ich finde Abschneiden, glaube ich, am besten, jetzt wo ich das so das erste Mal mache. Und jetzt muss man das nur von den Fingern abkriegen. Moment. Also, glaube ich es denn. So. Und jetzt kann man alle auf einmal ablösen. Das funktioniert super mit irgendeinem Piekser. Ja, komm. Das Einzige, was jetzt dann bei dieser Technik das Problem sein könnte, dass wenn man sich verklebt hat, dass es dann schneller ruiniert ist. Ne? Weil wenn es klebt, dann klebt es. Der Streifen. So, und ich starte jetzt, indem ich den ersten Querstreifen hier oben schon einmal mache. Und versuche den genau an meiner Bleistiftlinie anzulegen. Kann man den auch gleich schon abschneiden. Huch, dann ist der aus dem Weg und man kann den Streifen ja eben dann auch nochmal einsetzen. So, und hätte ich jetzt Flüssigkleber genommen, dann wäre hier mit Sicherheit noch irgendwo Kleber und das ist manchmal echt nervig. So, jetzt hat man quasi so den Start. Ne? Jetzt kommen hier 3 oder 4, je nachdem wie ihr möchtet, Streifen nach unten in die Richtung. Ich stelle mir mal das so ein bisschen auf, wie ich das da gemacht habe. Ich habe mit einem relativ breiten angefangen. Ich mache das aber jetzt mal so, dass sich ein anderes Muster entwickelt. So, und jetzt muss man erstmal hier oben andocken, dass man hier schön gerade ist und dann kann man ja nach unten einfach loslegen. Und jetzt ist die Schwierigkeit, jetzt muss man an 2 Ecken andocken. Aber eigentlich klappt es ganz gut. So, dann noch mal ein bisschen Farbkarton. Der ist natürlich einfacher aufzubringen, weil er so ein bisschen stabiler ist. So, und dann muss man immer mal die Kanten hier an der Seite wieder gerade schneiden. Dann kommt jetzt hier wieder einer schräg. Und den möchte ich auf der anderen Seite auch wieder haben, daher schneide ich schon mal ab. Erstmal wieder gerade schneiden. Weil das fand ich fürs Auge ganz angenehm, dass die dann jetzt hier gleich sind. So. Und dann baut man wieder nach unten weiter. Und da muss jetzt auf jeden Fall was Dunkles hin. Und das kann man natürlich hervorragend mit Resten machen einfach. Ne?
so Streifen entstehen irgendwie gefühlt immer. So, und jetzt baut man da einfach weiter. Jetzt nochmal die Ecke abschneiden. Und das klappt ja auch mit jedem Designerpapier zu jeder Jahreszeit. Aber wie ihr da bei meinem Beispiel gesehen habt, sollte man irgendwie in einem Farbschema bleiben. Das tut der Sache gut. Aber diese Streifen hier von meinem Beispiel, die lagen halt hier rum. Das waren tatsächlich Reste. Und da habe ich einfach erstmal das Muster mitgeübt oder die Aufklebeart und Technik. So. Ah ne, jetzt muss ich hier erstmal einen so machen. Das wäre natürlich gut, wenn das dann der gleiche wäre. Das ist mir zu dunkel. Jetzt muss man. Ach, da ist noch einer. Ja, der ist doch gut. Das ist doch dieses Mittelmuster. Ich nehme, glaube ich, das. So, und jetzt geht es weiter wieder mit dem. Der passt dahin. Bin ich auch in der Kamera, ja. So, da muss hier auf jeden Fall nochmal ein Farbkarton hin. Und um das zu schließen, ist, glaube ich, der breite Streifen ganz gut. Dann hat man hier kein ganz kleines Stückchen, sondern kann das damit hier zumachen. Und dann war es das im Prinzip. Macht Spaß, finde ich. Man könnte auch, ich habe jetzt ja nur sozusagen eine Hälfte gemacht. Ihr könntet aber auch vielleicht hier nochmal noch eine Gerade machen und dann das ganze Muster hier nochmal fortführen, dass die ganze Fläche ein Muster hat. Aber ich fand es jetzt mit diesem Weißen hier oben gar nicht schlecht. Das ist, glaube ich, ganz gut fürs Auge. Das andere sieht auch toll aus. Das ist Geschmackssache, was man da lieber mag. Kurz ein bisschen aufräumen. So, wenn man jetzt hier mal so eine Ecke hat, wie ich hier oben, da kann man noch mal so ein bisschen mit Flüssigkleber arbeiten. Das kann man sich dann auch auf die Matte machen und vielleicht mit so einem kleinen Papierstreifen hier was unterkleben. So. Ja, im Prinzip brauche ich die jetzt nicht mehr. Klebt von unten, deswegen ist jetzt hier alles voll. Dann könnte ich das schon mal draufkleben, dann haben wir das schon mal weg. Das mache ich jetzt auch. Ich habe das jetzt flächig auf das Blau geklebt, weil ich unten drunter noch Dimensionals mache. So, und dann zeige ich euch das Stempelset, was ich verwendet habe. Es war noch gerade hier. Hä? Gibt's das denn?
Wo ist es denn hin? Das kann ja mal natürlich sein. Jetzt ernsthaft, wo ist es denn hin? Ach, hier oben liegt's. Da, wo mein Schrottkiste liegt, da gehört es gar nicht hin. Okay, das habe ich verwendet. Zeitlos arrangiert. Ich finde, das ist für meinen Geschmack der schönste Sprüche-Stempelset im neuen Jahreskatalog. Hier gibt es wirklich alles. Kleiner Blumengruß, nur für dich, liebe Mama, das habe ich ja verwendet. Ein Dankeschön, hab dich lieb. Oder Dankeschön fürs Mitfeiern, du bist fantastisch. Mit einer herzlichen Umarmung, ein großes Danke oder ein großes Dankeschön. Hier nochmal ein einzelnes ein an euch, das ist auch gut, weil du immer an mich glaubst für so viele kleine Dinge, für deine Freundschaft, also danke für deine Freundschaft. Oder danke vielmals, du bist fantastisch, also das ist wirklich schön. Und dann habt ihr hier noch Blümchen, die könnt ihr glaube ich auch fast alle ausstanzen, wenn mich das nicht täuscht. Das sind die Stanzformen. Und die sind auch sehr besonders, das zeige ich euch gleich. Ja, aber ich mache nochmal so ein für dich, liebe Mama. Genau, jetzt musst du erstmal gucken, was heißt. Und ich stempel das in Abendblau. Ich nehme jetzt hier mal kein Schwarz. Das passt ja jetzt hier wunderbar. Man könnte theoretisch man kann das ja auch so rumnehmen. Ich habe es jetzt so rumgenommen, aber das ist ja Geschmackssache bzw. egal. Man kann auch den Spruch direkt hier aufstempeln. Dann würde ich es wahrscheinlich tatsächlich so machen und dann hier unten hinstempeln. Aber ich wollte gerne nochmal wie so eine Lage drauf haben. Deswegen habe ich das ausgestanzt. Und hier ist in diesen passenden Stanzformen, sind hier solche kleinen Rahmen, dass ihr quasi für jeden Spruch den passenden Rahmen habt. 3 Stück. Und die haben so eine ganz süße Stitch. Wie heißt das nochmal? Oh, Wortfindungsdings. Stitchkante? Nee, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, glaubst du? Da ist nämlich so ein Kreuz mit bei. Kann man das erkennen? Da, da, da und da hat es ein süßes Kreuz. Einfach ein niedlicher Rahmen. Und wenn man möchte und man findet das schön hier mit diesen, dass da nochmal so ein Blüte drunter ist, dann gibt es da mehrere Möglichkeiten. Das hier habe ich verwendet. Die haben quasi alle so ein bisschen diese Blümchen oder Blätter an anderen Stellen. Das hier zum Beispiel nur rechts, links. Das eher auf eine Seite geschoben. Hier verteilt sich noch was nach oben und nach unten. Und hier ist es quasi links, rechts, Mitte, aber alles eher nach unten. Das ist dann je nachdem, wie man es braucht. Und ich werde es jetzt nicht benutzen, aber ich zeige euch einfach mal das hier und stanze das mal aus. Und das ist halt so gedacht, dass das immer unter diese Rahmen hier passt. Ne? Das passt unter alle 3. Einfach um das dann damit festzukleben. Aber mit Sicherheit kann man das auch irgendwie anders noch verwenden. Aber so war, glaube ich, dann der Hintergedanke vom Designer. Weil man legt ja oft einfach mal irgendwie einen Zweig oder ein Blatt oder ein Blümchen irgendwo unter. Und so hat dieses Teil halt eben gleich schon eine Fläche zum Festkleben.
so sieht das Ding dann aus. Und dann kann man das hier einfach drunter packen. Und so festkleben. Und man hat es halt einfach leichter, ne? Aber ich mache das jetzt mal ohne. Einfach um dann zwei Gestaltungsmöglichkeiten zu zeigen. Ich benutze, glaube ich, gleich ein bisschen Bling Bling. Weil eigentlich ist ja das Muster der Star und ich fand, irgendwie hat es dann doch ein bisschen abgelenkt. Und ich glaube, ich mache es mal andersrum. Man kann es jetzt in die Mitte kleben, ne? Man könnte es aber auch nach rechts versetzt kleben. Und ich weiß jetzt schon wieder nicht, wohin. Also hier würde ich es nicht hinkleben. In die Mitte. Ich glaube, ich bin für Mitte. Bin eigentlich nie für Mitte, aber hier sieht es, glaube ich, man verdeckt halt hier so ein bisschen diesen Punkt, aber ist es gerade, ich hoffe. Ist ja wieder, ist doch wieder alles schön. Also ist ja immer alles Geschmackssache und alles irgendwie sieht gut aus, egal wie man es macht. Ich lege die mal nur sanft auf, dass ich sie zur Not wieder abmachen könnte. Also diese Positionierung von Strasssteinchen finde ich manchmal sehr schwierig. Aber ich habe schon gehört, das geht dann nicht nur mir so. Ich mache es jetzt aber mal so, dass wir so ein bisschen was drauf haben. So würde ich es jetzt lassen. Ja, und dann müssen wir es jetzt noch auf weiß kleben, dann sind wir schon fertig. Ich hoffe, euch gefällt die Idee und ihr hinterlasst mir einen Kommentar und schreibt mir mal, welche ihr schöner findet oder ob ihr das Muster schon mal ausprobiert habt. Oder was ihr am Muttertag macht. Sind ja auch, gucken ja hier auch Väter zu. Ich weiß ja nicht, dass die, weiß ich nicht, die noch ein paar Ideen hier einschmeißen können. Bei uns haben ja eigentlich am Muttertag die Väter Vatertag, weil alle Mamas sind ja weg und nehmen auch noch die Kinder mit. So. Passt nicht so ganz. Mich ein bisschen verschoben. Ah, nee, doch, es geht. So, das war's. Also ich glaube, ich finde die Variante tatsächlich schöner, weil irgendwie das Muster besser zur Geltung kommt. Aber das ist auch nicht schlecht. Ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Bis dann. Und einen schönen Muttertag. Tschüss. Hallo, da bin ich nochmal. Ich würde mich freuen, wenn du hier mir ein Abo schenkst, wenn du hier aufs nächste Video klickst und wenn du hier meinen Blog besuchst. Bis zum nächsten Mal.